Guten Tag. Sie sehen hier ein Tutorial zur Literaturrecherche mit der Datenbank PsycINFO. Das Ganze ist als Einstieg zu verstehen und richtet sich jetzt weniger an Personen, die sich schon auskennen mit dieser Datenbank. Mein Name ist Alex Bertrams und ich bin der Leiter der Abteilung Pädagogische Psychologie an der Uni Bern. Und ich möchte Ihnen zunächst mal gerne eine kurze Orientierung geben, für wen denn eigentlich dieses Tutorial gedacht ist. Prinzipiell ist es für alle geeignet, die sich noch überhaupt nicht mit PsycINFO auskennen, es vielleicht noch niemals geöffnet haben und damit aber trotzdem arbeiten müssen, also ein Interesse haben, dieses zu benutzen. Das werden in erster Linie Personen sein, die irgendwas mit Psychologie zu tun haben, weil es eine Datenbank ist, die eben wissenschaftliche Literatur im Fach Psychologie beinhaltet. Konkret ist das Tutorial gedacht für Studierende, die Arbeiten für meine Abteilung erstellen müssen oder dürfen, eben zum Beispiel Hausarbeiten oder auch einen Vortrag vorbereiten. Und natürlich für die Bachelor- und Masterarbeit ist das auch ganz wichtig. Ziel des Tutorials ist ein Einstieg. Es ist ein Einstieg, nicht der Einstieg. Es gibt sicherlich verschiedene Arten und Weisen, dieses Programm zu benutzen und auch eben, ja, sich damit vertraut zu machen. Ich habe hier eine Methode gewählt, die für meine Studierenden wahrscheinlich in vielen Fällen sehr zielführend sein wird und eine Grundlage bietet, auch selbstständig dann sich weiter mit dem Programm vertraut zu machen, also mit der Datenbank vertraut zu machen. Und durch Ausprobieren dann auch einfach weiter Kompetenzen zu erwerben. Die Grenzen des Tutorials sind ganz klar. Ich mache hier, wie gesagt, nur eine bestimmte Art des Einstiegs. Ich zeige eine bestimmte Art, wie man an Literatur kommt. Aber es gibt natürlich noch viel, viel ausgefeiltere Methoden, die ich hier nicht vorstelle. Ich will auch gar nicht behaupten, dass ich sie alle kenne. Und wie gesagt, es soll einfach helfen, vielleicht auch Berührungsängste zu überwinden und einfach mal anzufangen und dann auch selber rumzuprobieren. Die Datenbank PsycINFO wird von der American Psychological Association bereitgestellt. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, was die Geschichte dieser Datenbank ist und so weiter. Sie sehen hier eine Webseite. Oben sehen Sie auch die Adresse dafür. Sie können sich natürlich gerne darüber vertraut machen. Ist jetzt hier aber zweitrangig. Entscheidend ist einfach, dass sehr, sehr viele wissenschaftliche Artikel und auch andere Literatur in dieser Datenbank vorhanden sind und sie demnach auch eine der wichtigsten Datenbanken für wissenschaftliches Arbeiten in der Psychologie ist. Denn was geforscht wurde, was publiziert wurde im Bereich Psychologie, findet man auch in der Regel in dieser Datenbank PsycINFO. So, jetzt soll es auch schon losgehen. Sie sehen hier die Adresse, mit der Sie starten können, wenn Sie an der Universität Bern studieren. Also primär ist das für mich jetzt eine Möglichkeit, meinen Studierenden da eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie an Literatur kommen. Wenn Sie an einer anderen Uni studieren, sollten Sie in der Regel auch einen Zugang haben dazu. Ich kann natürlich jetzt nicht darauf eingehen, wie es an der Universität Erlangen beispielsweise ist, wo ich studiert habe. Das müssten Sie dann rausfinden oder fragen Sie doch einfach in der Uni-Bibliothek nach, weil der wird mir Ihnen sicherlich sehr gerne helfen. Sie brauchen, wenn Sie diese Datenbank benutzen, zumindest an der Uni Bern ist es so und ich denke an den meisten anderen Unis auch, einen Zugang dazu, den man jetzt nicht einfach so übers Internet kriegt. Wenn Sie in der Uni selber sind, im Gebäude sind, einen Computer benutzen, mit dem Sie ins Uninetz auch eingeloggt sind, dann kommen Sie da dran. Wenn Sie so wie ich jetzt gerade im Moment zu Hause sitzen und recherchieren wollen, dann brauchen Sie den VPN-Client. Viele wissen das schon, wenn Sie jetzt gerade im ersten Semester sind, eventuell noch nicht. Deswegen habe ich Ihnen das hier kurz reingeschrieben. Sie sehen auch hier einen Link, den können Sie nutzen, wenn Sie an der Uni Bern sind, dann kommen Sie auf die Seite, die ich Ihnen hier reingestellt habe. Da kriegen Sie mehr Informationen zu den IT-Services der Uni Bern und eben auch Informationen, wie Sie an den VPN-Client kommen, damit Sie sich von zu Hause aus auch einloggen können, um in PsycINFO reinzukommen, um das nutzen zu können. Gut, steigen wir ein.
Wir starten also auf der Homepage der Uni Bern. Erstmal ganz normal die Startseite. Klicken Sie jetzt bitte auf Universität und dann auf Dienstleistungen, weil das ist es letztlich, eine Dienstleistung und zwar eine der Universitätsbibliothek. Gehen wir also da als nächstes hin und dann finden wir auch schon das Feld Recherche. Darum geht es uns, ne? Wir wollen was recherchieren, nämlich Literatur. So, wenn man da jetzt nochmal draufklickt, dann landet man hier. Und in der linken Leiste hier sehen Sie verschiedene Begriffe. Sie könnten auch Zeitschriften recherchieren, aber wir brauchen jetzt eine Datenbank. SciInfo ist eben eine Literaturdatenbank. Gut, und in dieses Feld können Sie jetzt die Datenbank eingeben, die Sie nutzen wollen. Wenn Sie Geografie studieren, dann wird das eine ganz andere sein als SciInfo. Wir wollen aber eben genau diese SciInfo. Sie sehen auch hier schon ganz schön, ich tippe einfach nur. Und nachdem ich fünf Buchstaben eingetippt habe, kommt auch schon der Vorschlag, den ich haben möchte. Das wähle ich. Bevor ich draufklicke, noch kurz. Sie sehen hier, dass die sogenannte Ovid-SP-Plattform an der Universität Bern genutzt wird. Eventuell ist das an Ihrer Uni, wenn Sie jetzt woanders studieren, nicht der Fall. Das könnte sein. Dann sieht das bei Ihnen rein optisch ein bisschen anders aus. Die Suchfelder und so weiter. Das sollte an sich nichts ausmachen. Nur, dass Sie sich nicht wundern. So. Die Inhalte der Datenbank sollten aber eigentlich dieselben sein. Also, es ist trotzdem SciInfo. Da sind wir jetzt auch schon drin. Da wollten wir hin. Sie sehen hier ein Suchfeld. Das könnte man jetzt nutzen. Das ist die sogenannte Freitextsuche. Aber es gibt auch andere Arten von Suchen. Typischerweise benutze ich die Mehrfeldsuche. Ich habe mir das so angewöhnt. Ist jetzt einfach eine Gewohnheit, meine Präferenz. Deswegen zeige ich Ihnen, wie man das damit machen kann. Mein Wunsch wäre, dass Sie selber rumprobieren, was Ihnen am besten gefällt und dann eine eigene Präferenz einfach auch gewinnen. Vielleicht haben Sie eine ganz andere, auch viel bessere Art und Weise, als ich dann später mal zu recherchieren. Dann lerne ich von Ihnen vielleicht auch noch was. So, fangen wir hier mal an. Also ich habe jetzt die Mehrfeldsuche ausgewählt und man sieht, es sind jetzt auf einmal drei Suchfelder, nicht mehr nur eines. Man muss die nicht alle ausfüllen. Sie können auch hier einfach eines ausfüllen oder zwei und eins freilassen. Neben jedem Suchfeld ist auch ein Dropdown-Menü. Das ist jeweils mit All Fields voreingestellt. Hier kann man die Suche auch noch einschränken. Das werde ich Ihnen nachher auch noch zeigen. Jetzt lassen wir es erstmal so. Nehmen wir an, Sie haben einen Arbeitsauftrag bekommen, eine Hausarbeit zum Thema Aggression in Erziehung und Bildung zu schreiben. Ihre Dozentin erwartet selbstverständlich von Ihnen, dass Sie die Aussagen, die Sie tätigen, mit Quellen untermauern, also eben mit wissenschaftlicher Literatur, die müssen Sie jetzt eben hier suchen. Wenn Sie das Ganze solide machen wollen und eben auch aktuell, also jetzt nicht irgendwelche Forschung von 1800 noch was benutzen wollen, dann wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als auch englischsprachige Literatur zu sichten. Die Psychologie ist ein Fach, in dem sehr viel auf Englisch publiziert wird. Und gerade besonders wichtige Forschungsliteratur, wenn es auch darum geht, Forschungsartikel heranzuziehen, die eine bestimmte Fragestellung untersucht haben, ist eben auf Englisch. Das heißt nicht, dass man keine deutschen Begriffe eingeben kann. Manchmal ist das auch ganz nützlich, wenn man zum Beispiel einen Fragebogen sucht, der in einem deutschsprachigen Land entwickelt wurde, für deutschsprachige Stichproben oder wenn man einen Artikel sucht, der eben auf Deutsch geschrieben wurde, von dem man gehört hat, dann kann einem das auch durchaus helfen. Man kommt zu Ergebnissen, zu Treffern. Aber wenn Sie jetzt eine Aufgabe haben wie diese Hausarbeit, dann macht es Sinn, auch auf jeden Fall englischsprachige Literatur heranzuziehen. Beim Thema Aggression, das ich jetzt einfach mal hier eingebe, ist es ziemlich irrelevant, weil es im Deutschen wie im Englischen gleich geschrieben wird. Wenn ich hier Aggression eintippe, sehen Sie, dass es auch gewisse Eingabevorschläge gibt. Das liegt daran, dass ich vor einer Weile schon mal eine Suche gemacht habe und das gespeichert wurde.
Das kann manchmal auch hilfreich sein, wenn man wieder zurückgreifen will auf gewisse Begriffe, die etwas länger sind und die mühsam wären, erneut einzugeben. So, wir brauchen jetzt erstmal einfach Aggression. Ich mache, wie gesagt, keine Voreinstellung bei All Fields. Ich lasse das einfach mal so und suche jetzt einfach mal nach Literatur zum Thema Aggression. Also gesucht wird jetzt alles, was Aggression als Wort beinhaltet. Irgendwo im Artikel oder im Kapitel oder was auch immer in ZeigInfo alles drin ist. Sie sehen, dass ich eine unglaubliche Anzahl von Treffer habe, über 150.000. Verwunderlich ist es nicht. Aggression ist ein Thema, das in der Psychologie eine gewisse Wichtigkeit hat und das auch schon sehr lange untersucht wird. Sie können nur leider keine 150.000 Artikel lesen. Wenn Sie das durchrechnen, selbst wenn Sie eine sehr schnelle Leserin oder ein sehr schneller Leser sind, niemals wieder schlafen, auch nichts essen, wenn sie trotzdem Jahre brauchen, um das zu bewältigen. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Also müssen wir einschränken. Machen wir mal Folgendes. Gehen wir das Thema Aggression nochmal ein und Sie sehen, es ist sehr praktisch. Ich will es jetzt hier einfach aus, muss nicht die ganze Zeit tippen. Und sag jetzt mal, ich suche jetzt mal nur im Abstract, in der Zusammenfassung des Artikels. Ist da das Wort Aggression irgendwo drin? Ich will also nur solche Artikel haben, wo das der Fall ist. Dann sind es wahrscheinlich schon mal weniger. Ich mache mal die Suche an. Ja, dann sind es in Anführungszeichen nur noch über 41.000. Das ist jetzt hier in dem Fall ganz sinnvoll, eine solche Einschränkung zu machen, weil man kann ja schon davon ausgehen, dass ein Artikel, der sich jetzt wirklich mit dem Thema Aggression näher beschäftigt, das auch irgendwo in der Zusammenfassung benennt. Es ist trotzdem noch viel zu viel. Also so viele Artikel kann man auch nicht lesen. Was machen wir jetzt? Nutzen wir doch einfach mal die Mehrfeldsuche. Also wir sagen wieder Aggression oder in dem Fall eigentlich Aggression wird eingegeben. Wir suchen nur im Abstract. Also da, wo die Zusammenfassung ist, wo eben auch nur die wichtigsten Sachen drinstehen. Und nehmen jetzt nochmal den Begriff Education dazu, weil es ja eben nicht um eine Hausarbeit geht, die grundsätzlich sich nur mit Aggression beschäftigen soll, sondern eben Aggression im Kontext Erziehung und Bildung. Wir dürfen also diese Einschränkung machen. Und hier überspringen wir mal diesen Zwischenschritt, dass wir in allen Feldern suchen, sondern wir sagen jetzt einfach mal, auch da sollte eigentlich Education im Abstract vorkommen, wenn der Artikel sich wirklich gezielt auch damit beschäftigt. Wir schränken also ein. So, Suche starte ich. Und wir haben eine deutliche Verringerung. Hier oben sieht man es. Wir haben jetzt 1245 Artikel und oder Kapitel auch. Buchkapitel sind ja auch mit dabei oder Dissertationen. Das ist ja eine deutliche Reduzierung von 151.727. Trotzdem ist es noch viel zu viel. Ja, was kann man machen? Einfach, man kann sofort fahren. Man kann letztendlich weitere Begriffe eingeben, zusätzliche Suchbegriffe. Sie können hier unten sehen, Sie es sogar weiter Zeilen hinzufügen. Sie sind also nicht nur auf drei Zeilen beschränkt. Eine noch strengere Einschränkung wäre jetzt, wenn wir, sagen wir mal, Aggression Education wieder nehmen. Sie sehen, für was ich mich so interessiere, ja, da sind die ganzen Vorschläge. Und jetzt mal nicht im Abstract suchen, sondern sagen, wenn es wirklich sich ganz gezielt mit diesem Themengebiet beschäftigt, die Forschung, dann sollte es sogar im Titel stehen. Sie können hier einiges auswählen. Bei manchen Sachen muss ich gestehen, weiß ich nicht, was sie bedeuten. Aber der Titel, das weiß ich, was das ist, nämlich der Titel eben des Forschungsberichts oder des Kapitels. Wenn übrigens, wenn man einfach viermal auf T drückt am Keyboard, dann kommt man schneller zu Title. Und suche jetzt mal mit dieser Einschränkung. Und wow, es sind nur noch 23 Treffer. Das ist jetzt eine Trefferanzahl, wo man sagen kann, jetzt sollte man auf jeden Fall mal reingucken in die Ergebnisse, was sich da so findet, ob da was Nützliches dabei ist, weil mit 23 Artikeln kann man sich durchaus mal auseinandersetzen. Man muss vielleicht gar nicht so viele Artikel lesen, weil man hier ja erstmal auch jetzt in der Treffer, Ansicht ja erstmal nochmal gegenchecken kann. Hat das wirklich mit dem Thema was zu tun, das mich interessiert? Die sind jetzt hier aufgelistet, die Treffer.
Man kann hier auch noch einstellen, wie viele Treffer pro Seite. Ich bevorzuge es immer, möglichst viele pro Seite zu haben. Ist beim Scrollen einfacher. Und gehen wir zurück zum ersten Treffer. Hier ist jetzt eben der Titel. Und dadurch, dass es gelb hinterlegt ist, erkennt man auch, ja, also genau, diese beiden Begriffe mussten in meiner Suche eben beide im Titel vorkommen. Also eine sehr starke Einschränkung. Wir haben jetzt eben hier einen Treffer in der Zeitschrift Psychological Science erschienen, Heft 26 im Jahr 2015, noch relativ aktuell. Hier ist die Seitenzahl und hier oben sehen Sie die Autoren. Jetzt müssen Sie entscheiden, ist dieser Artikel aus Psychological Science etwas für meine Hausarbeit? Also geht es da überhaupt um das, was mich interessiert? Der Titel selber verrät schon einiges. Ein guter wissenschaftlicher Titel sollte ja eigentlich auf den Punkt bringen, worum es geht. Hier geht es um Prädiktoren von Aggression. Also was sagt eigentlich Aggression vorher? Spezielle Prädiktoren wurden hier untersucht, nämlich das Alter, in dem man als Kind ins Bildungssystem eintritt. So deute ich zumindest den Titel hier. Und das Ganze ist auch in Norwegen untersucht worden. Könnte was sein prinzipiell. Um jetzt näher zu entscheiden, ob es was für die Hausarbeit ist, ist hier eine ganz praktische Funktion, sich den Abstract anzeigen zu lassen. Einmal draufgeklickt und Sie haben eben diese Zusammenfassung, in der dargestellt wird, was wurde untersucht, so ganz prägnant, wie wurde es untersucht und was kam raus. Sehr praktisch. Das liest man sich gründlich durch und entscheidet dann, ob es Sinn macht, den Artikel auch im Ganzen zu lesen. Sollte das so sein, muss natürlich nicht, ne? Aber sollte das so sein, haben Sie hier auch noch die Möglichkeit, sich den Text zu besorgen, den Artikel zu besorgen über die Uni-Bibliothek. Manchmal ist kein voller Text vorhanden, dann müssen Sie eine Fernleihe machen oder ja, eine Bestellung aufgeben. Das ist möglich an der Uni. Sie haben auf diese Weise jetzt vielleicht wirklich ein paar sehr interessante Studien gefunden. Sie sehen, hier werden die alle aufgelistet. Bei allen gibt es diese Funktion, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Da finden Sie bestimmt einiges, was nützlich ist. Und in den Artikeln selber wird ja auch auf frühere Forschung auch schon wieder verwiesen. Das heißt, über den Artikel selber, den Sie hier recherchiert haben, kommen Sie dann weiter zu relevanter Literatur. Die Artikel, die Sie auf diese Weise finden, können sehr spezifische Fragestellungen behandeln. Man kann ja mit einer empirischen Studie nicht das ganze Thema Aggression in Erziehung und Bildung untersuchen, sondern es geht immer um was ganz, ganz Spezielles. Die Aufgabenstellung für Sie war ja, schreiben Sie eine Arbeit zum Thema Aggression in Erziehung und Bildung, und das ist halt eben sehr grob gehalten, sehr allgemein gehalten. Hier könnte es nützlich sein, einen kleinen Kniff anzuwenden. Mit ein bisschen Glück findet man so einen Überblicksartikel, einen Review-Artikel. Wenn man noch mehr Glück hat, ist dieser sogar noch ziemlich aktuell. Also in einem Jahr erschienen, das jetzt nicht schon lange vorbei ist. Und da hätten Sie natürlich dann die Informationen, die Sie benötigen für diese Arbeit, auf einen Schlag komprimiert zusammengefasst. Gelingt nicht immer. Es ist eine Methode, die ich aber gerne benutze, wenn ich anfange zu recherchieren. Hatte mehrmals damit schon Erfolg und war dann ganz froh, gerade auch bei der Vorlesungsvorbereitung. So, ich setze das alles nochmal hier zurück bei den Feldern, damit wir nochmal von vorne beginnen sozusagen. Und gebe jetzt nochmal den Begriff Aggression ein. Ich lasse hier erstmal noch All Fields und gebe jetzt hier einen Zeitschriftennamen ein im zweiten Feld. Jetzt ist ein Anführungszeichen. Hier sehen Sie, der Vorschlag kommt automatisch. Ich hatte das vorher schon mal ausprobiert, ansonsten tippt man es einfach. Einfach nochmal Psychological Bulletin eingeben in Anführungszeichen und dann hier in dem Dropdown-Menü Journal Name auswählen. Hier ist das, genau. Also, was Sie jetzt suchen, ist gezielt nach Artikeln in der Fachzeitschrift Psychological Bulletin.
Warum? Weil diese Zeitschrift eben vor allem Überblicksartikel publiziert und diese Zeitschrift sehr, sehr angesehen ist. Also was da publiziert wird, ist auch sehr kritisch geprüft worden von Expertinnen und Experten. Und schauen wir mal, ob wir Glück haben, ob wir einen Treffer haben. Sie sehen, dass selbst in so einem speziellen Journal, einfach eine einzelne Fachzeitschrift, doch viele Treffer erscheinen können. Also da wurde das Wort Aggression sehr häufig schon mal benutzt, irgendwo. Das ist also nicht spezifisch genug. Grenzen wir es dann nochmal ein, sagen wir Aggression und wählen wir doch jetzt wieder den Titel aus. Aggression muss im Titel stehen. Was natürlich Sinn macht, wenn wir nach einem Überblicksartikel suchen, der sich mit dem Thema Aggression beschäftigt hat. So, Psychological Bulletin nochmal eingeben. Journal Name ist vorgestellt. So, gut. Was finden wir? 25 Treffer. Damit kann man arbeiten. Es dauert ein bisschen, bis sie alle angezeigt werden. Jetzt sind sie da. Und jetzt sehen Sie, es ist hier gelb hinterlegt, dass die Treffer, die kommen, alle eben aus dieser Zeitschrift sind, die, wie gesagt, sehr, sehr angesehen ist. Hier ist es auch schön, da hat die Universität Bern anscheinend ein Abo drauf. Das heißt, Sie können sich direkt die PDFs von den Artikeln runterladen. Trotzdem haben Sie 25 Treffer. Das heißt, Sie können auch eine Auswahl treffen. Vielleicht ist nicht jeder Artikel geeignet. Aber Sie haben doch jetzt eine ganz gute Chance, dass irgendwas dabei ist, was Ihnen nützt. 2014 ist vom ersten Artikel das Erscheinungsjahr. Also es gibt auch aktuelle Sachen. Da könnte man jetzt mal durchgucken, ob man Erfolg hat. Ist nicht unbedingt Erziehung und Bildung mit dabei. Probieren wir es einfach aus. Schränken wir es doch nochmal noch mehr ein. Es würde ja unter Umständen ein Überblicksartikel reichen, um jetzt mal eine solide Wissensbasis zu bekommen zum Thema. Starte die Suche nochmal. Dann habe ich nur noch 5 Treffer. Selbst wenn die Artikel, die Sie jetzt gefunden haben, gar nicht das Thema exakt treffen, das Sie interessiert, kann es trotzdem sehr hilfreich sein, sich das einfach mal anzuschauen. Denn in jedem dieser Artikel muss das Thema ja auch erstmal aufbereitet werden. Es muss ja eingeführt werden in das Thema. Und es gibt eine gewisse Chance, dass Sie da auf Literatur aufmerksam gemacht werden, die besser zu dem passt, was Sie brauchen. So, ich denke, damit haben Sie einen Eindruck gewonnen, wie Literaturrecherche so grundsätzlich funktioniert und dass sie auch nicht ohne einen gewissen Aufwand vonstatten geht. Ich hoffe, es ist hilfreich für Sie und würde Ihnen raten, einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu starten, Fehler zu machen, Erfolge zu haben, um dann kompetent im Umgang mit psychologischer, wissenschaftlicher Literatur zu werden und zu sein. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Scheuen Sie sich nicht, mir eine E-Mail zu schreiben, wenn Sie mir Feedback zum Tutorial geben wollen. Es ist sicherlich verbesserbar. Und damit verbleibe ich mit besten Grüßen und wünsche noch einen schönen Tag.